Schöne Musik, ich bin im Dreivierteltakt. Wir sind da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sind 4, das ist 4 Grad. Also, ist das die Gegend, die du in deinen Träumen gesehen hast? Mhm. Prima, dann sehen wir uns mal ein wenig um. Lea, Cherie, Käfer. Sie macht mich fertig. Warum? Guck da, drüben. Oh, sie sind überall. Als wenn sie den käferfreien Dschungel wieder gut machen wollten. Du hast nicht für ihn einen Platz frei in deiner Party? Mhm. Ja, ich will dich jetzt aber bitte nicht unter Druck gesetzt. Ich komme schon allein damit klar. Du musst lernen, auch mit dem Käfer klar zu kommen. Ich muss mich nur mental darauf vorbereiten. Du findest mich irgendwo bei den Kühen und Igeln. Au revoir, du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Bye! Also, keine Leier. Nun, das macht Sinn. Hier gibt es ohnehin nicht genügend Platz. Und die Kneipe ist auch voll und gemütlich. Das auch, ja? Die Musik gefällt mir. So in diesem Stil gefällt mir das sogar. Also Gaias Garten und Saphirgrad, das sind so meine Lieblingsstücke. Also von der Musik her. Ach man, wenn die Musik hier so mich so fesselt, dann kann ich nicht anders. Also nicht immer, aber... Warte mal, meine... Warum habe ich mir so viele Erinnerungen an Terranigma dabei? Könnte genauso gut irgendein Stück aus Terranigma sein. Und die Grafik, die erinnert mich auch ganz stark an gewisse Stellen also in einem Spiel. Hallo Melina! Hallo Ark! Ich bin es, Mylin. Terranigma. Mein Gott. Mann, sind das Zeiten, was hab ich da für Flashbacks manchmal? Sieht aus wie ein Sichlor. Mann, ihr die ganzen Pokémon. Mann, sind das starke Brummer. Und dann muss ich jetzt mal 50 Millionen von denen töten, damit die überhaupt... Ja, und so, damit ich dann überhaupt irgendwie... Damit du da... Damit du was... Über die wissen kannst. Ja, siehst du doch! Guck mal, ich muss erstmal 9 von diesen Scheißkerlen hier, mit den kleinen Scheißern müssen, warum nicht beim ersten Mal schon? Mann, die machen so einen echt schwer. Sieht das ja wie diese komischen fetten Faultiere? Mann, ich kann's ja einfach nicht killen. Das war eine doofe Idee von mir. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mann, ich kann mich noch erinnern an den ersten Tag, wo wir damals... Das Glück mit dem Super Nintendo habe ich damals ein bisschen später erlebt. Ich habe das mit dem SNES, glaube ich, erst so 1999, glaube ich, tatsächlich war das. 98, 99 hatten wir das SNES erst. Das lag zum Teil auch daran... Naja, keine Ahnung, woran es lag. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das ist ein bisschen zu lange her. Ich kann mich an den Tag erinnern, meine Schwester, ja, man gab es kaum glauben, ne? Und meine Mutter und ich, damals in irgendeinem Wochenende, 99 war das, sind wir an einem verregneten Tag, aber in irgendeinem verregneten Wochenendetag, damals... Dann verredeten Wochenende. Ja, eines Morgens dann losgefahren mit dem Fahrrad. Wir waren also im Dorf, ne, da hatten wir das im Dorf irgendwie so ein Gemeindehaus. Ich kann mich erinnern, so ein Gemeindehaus, da hatten wir so einen Indoor-Flohmarkt. Dann so man ein Gemeindehaus und dann ist da innen so ein Flohmarkt gewesen. Und war bei Pisswetter. Es war so richtig Pisswetter. Ich erkunde erstmal die Gegend, bevor ich die Monster hier flach lege. Ja, da war ich richtig Pisswetter. Da fahren also wir fahren da hin mit dem Fahrrad und weil wir den Wetter hin in den Flohmarkt und gehen da hin. Da hatten sie verschiedene Stände. Der eine hatte zum Beispiel Lego Mindstorm, der andere hatte ja irgendwelche antiken Vasen. Dann gab es wieder so irgendwie antiker Kram, ja, und so weiter und so fort. Und dann irgendwann so ganz am Ende, kurz bevor wir eigentlich schon wieder nach Hause fahren wollten, weil wir nichts Interessantes gefunden haben, da waren eigentlich sind wir an so einer Stelle irgendwo in der Mitte des Raumes, weiß ich noch, gegangen. So eine Frau war, so eine junge Dame, glaube ich, junge Dame, Mitte der 30er. Und die hatte damals eine Auslage, so Super Nintendo und zwei Spiele. Eine Auslage. Die hatte sonst noch so zwei Spiele. Ja, Zelda, A Link to the Past und Terranigma. Terranigma mit Lösungsbuch, also diese Big Box Version. Tatsächlich. Und das Super Nintendo haben wir damals für einen 20er gekauft. Also für 20 D-Mark damals, 1999 oder 98, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall in den späten 90ern. Ja, wir für einen 20er tatsächlich damals. Für einen 20. Und die jungen Leute können nicht mehr wissen, was D-Mark ist. Und die geschweige denn, was die Reichsmark ist. Na, also auf jeden Fall. Hä? Ja, wozu ist das denn gut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind 20er und die Spiele haben wir damals auch noch für 5 Mark, für 5 oder 10 D-Mark damals erstanden. Jo, dann hatten wir es halt, ne? Wir sind dann mit einer Tasche mit einem Super Nintendo und zwei Spielen da drin, sind wir einfach nach Hause gefahren, haben das im Fernseher, der in meinem im Zimmer übrigens stand, angeschlossen. Also ein 80er Jahre Röhrenfernseher. Jo, ne? Was ist das? Achso. Und dann als erstes, glaube ich, als allererstes Super Nintendo-Spiel, das hier hatten wir damals Terranigma ausprobiert. Interessant an der Sache war, der Vorbesitzer des Spiels hat alle drei Speicherslots nicht gelöscht. Das heißt, wir hatten einmal so einen Spielstand, so ein Safe Game, wo er bis Turm 5 gekommen ist. Bis Turm 5 in der Unterwelt. Bis Turm 5. Bevor du diesen... Oh, schau, ist das nicht ein normaler Bambus? Schöne Bambus davor. Welcher Bambus? Niemand fährt mit einem Omnibus oder mit dem Bambus. Mit dem Bambus. Bambus. Der Busfahrer mal wieder. Ne, so auf jeden Fall. Sieht man den hier? Keine Ahnung, so auf jeden Fall. Sieht immer so verdächtig nach irgendwas aus. Oh, auf jeden Fall. Hä? Warum rennt denn Labert er gleichzeitig? Oh, auf jeden Fall. Bis Turm 5 ist der Vorbesitzer gekommen. Jo, und wir hatten genau dieses Safe Game mit Turm 5 irgendwie immer. Was ist das denn hier?
Dann meinte er den hier. Und die andere Safe-Game, das war so einer, wo er alles, wirklich alles durch hatte, bis auf den Endgegner natürlich. Wo man überall hin konnte in der Oberwelt. Und Zelda A Link to the Past, da waren alle drei Spiele, waren alle Speicherslots gelöscht. Da hat er wenigstens ans Löschen gedacht. Hä? Warum? Ach, vergiss es. Und, naja, sagen wir es mal so. Kind, wie ich damals war, kam ich auf die, kam ich nach spätestens einer Woche, nach, wir haben das, eine Woche lang haben wir, glaube ich, mit diesen Speicherslots damals, mit diesen, wenn Terranima das, wo das durch war, ein bisschen rumgezockt. Und ich kam dann irgendwann auf die angeblich, ach, so glorreiche Idee, mal alle drei Speicherslots zu plätten. Einmal zu plätten, einfach ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Ich hätte wenigstens einen Speicherslot noch so lassen sollen, wie er ist. Aber nö, ich habe alles drei. Die haben mir nichts, die nicht so löschen. Ja, löschen. Und ja, war ein bisschen doof von mir. Aber andererseits, du willst es auch selber ausspielen. Es bleibt uns die Herausforderung, wenn du es nicht selber durchspielst. Das ist auch keine Eigenleistung, die du da vollbringst, wenn du. Genau, weiß ich, was ich meine. Mehr oder weniger. Ja, na. Und ich kann mich erinnern. Super Nintendo, wo ich damals mit Super Nintendo. Wir hatten damals dann noch. Von der Tochter meines Onkels. Also von den, in dem Sinne nicht. Haben wir Super Mario Kart damals ausgeliehen für 2-3 Wochen. Haben wir sogar komplett durchgespielt. Also Mario Kart haben wir damals durchgespielt. Wir haben im Flohmarkt damals noch Super Mario World 2. Damals. Ja, Super Mario World 2 gekauft im Flohmarkt. Und ich kann mich erinnern, Super Mario World 2. Das war schon. Ja, das war schon so ein Spiel, das habe ich auch. Gesuchtet wie ein Irrer, so wie Zelda und Terranima. Ich hab gesuchtet wie sonst wer. Ja, weißt du, wie ich hab einfach 2, 3, 4 Stunden am Stück gezockt hier vom Fernseher. Kann mich sogar nur einen Tag erinnern, wo ich im Super Nintendo damals. Wo ich damals. Ungelogen den ganzen Tag im Schlafanzug gesessen habe. Da saß ich, ich steht morgens auf, suchte es an einem Sommerferientag im Jahre 2000, weiß ich sogar noch. Aber wie komme ich denn hier wieder raus? Aber wie komme ich denn hier eigentlich wieder? Wie zur Hölle komme ich hier wieder raus? Da habe ich im Jahr 2000, ne? Um mal zu bleiben beim Thema. Oh Gott, Mann. Ich. Sepp. Hä? Na? Hallo? Mann. Hallo, ich möchte hier raus. Holt mich hier raus! Auf jeden Fall, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, ja, wir waren auf dem Super Nintendo damals. Ich stehe morgens auf. Achso, hier komme ich. Nee, hier komme ich nicht raus. So, ja, jetzt geht das aber wieder, ne? Jetzt geht das. Na, auf jeden Fall, wie dem so sei, da sitze ich da, da stehe ich da auf, ne? Dann schalte ich irgendwann nach dem Frühstück in das Super Nintendo ein, spiele den ganzen Tag hier, ne? Weißt du, dann so, meine Mutter irgendwann so gegen Mittag, ne? Zieh dich doch mal an. Ja, zieh dich doch mal an, hier, du bist im Schlafanzug. Na, ne? Ja, werde ich machen, werde ich machen, ne? Mittagessen. Da habe ich das Mittagessen war fertig, habe das Mittagessen einfach mit, also der Teller, ich habe das in mein Zimmer genommen, habe Super Mario World 2 gezockt und gleich seitdem noch ein bisschen ab und an mal was gegessen, ja, so, also Mittagessen so. Habe ich wie ein Irrer hier habe ich gesuchtet wie sonst was.
Ein bisschen irre habe ich hier das alles gesuchtet. Sie war schon eine interessante Zeit. Ja, also auf jeden Fall diesen gleichen Tag, ne? Dann suchte ich noch am Nachmittag, dann zieh dich doch mal an. Ja, mach ich gleich. Ne, und dann irgendwann so ganz am späten Abend, meine Mutter war schon bügeln, ne, die Kleider bügeln irgendwann. Ich war, glaube ich, 7 Uhr abends ungefähr. 6, 7, halb 7, 7, 8 Uhr abends, ne? Ich sitze, dann irgendwann Super Mario World zocke ich immer noch hier so weiter. Dann gehe ich immer ins Wohnzimmer und sage, guck mal, weißt du. Entschuldigung. Was ich immer, ich bin Super Mario World jetzt so und so weit. Also Bügel, ne, so Kleiderbügel. Dann mal du bist schon den ganzen Tag im Schlafanzug. Dann gucke ich hier runter und hier so, du guckst so. Hm, ja jetzt. Naja. Ja, dann ist mir auch aufgefallen. Erst da ist mir überhaupt aufgefallen, habe ich erst wirklich realisiert, dass ich den ganzen Tag im Schlafanzug. Ja, gesessen, den ganzen Tag dann, ja, okay, ich zieh mich gleich um. Dann, nee, brauchst du nicht, jetzt eh schon später, kannst du auch gleich lassen. Kannst du auch sein lassen. Den ganzen Tag im Schlaf, kannst du auch gleich so wieder zu Bett gehen. Den ganzen Tag im Schlafanzug zocken hier, dann weißt du. Am nächsten Morgen, ne, ich stehe wieder auf. Will wieder ein bisschen Super Mario World 2 zocken. Immer noch im Sommer 2000. So. Das war leider so ein Tag. Ne, also Super Nintendo geht an. Kassette on und so weiter und so fort. Fernseher an. Nichts geschieht. Kein Bild, kein Ton, nix. Hat man mir gedacht, okay, versuche ich mal vielleicht ein paar Stunden nochmal. So, ausgemacht. Dann gegen frühen Nachmittag, nach Mittagessen, schalte Super Nintendo wieder ein. Fernseher an. Und nichts geschieht. Ja, wie ich herausstellte, Fernseher war kaputt. Fernseher war für den Arsch. Das Schlimme war, den Fernseher konnte man nicht mehr reparieren. Der hatte einen irreparablen Schaden. Bildröhre war wahrscheinlich für den Arsch. Konnte man auch nicht mehr wechseln. Das war so ein altes Teil. Da konnte man keinen Ersatz mehr für beschaffen oder irgendwie sowas. Weißt du, was ist irgendein 80er-Jahre-Teil und dann so. Das ist auch furchtbar. So. Naja, der Fernseher war auf jeden Fall kaputt und einen neuen Fernseher wollten mir meine Eltern leider nicht besorgen. Meine Eltern antworten, weil so richtig Eltern war das für mich nicht. Das ist eine andere Geschichte, erzähle ich euch irgendwann mal. Auf jeden Fall. Wie immer seit ne Fernseher. Und dann muss ich monatelang ohne Zocken auskommen. Wir haben irgendwie im Quellekatalog mal ein bisschen geguckt, ne, so. Dann im Quellekatalog entdeckst du so Gameboy Color oder sowas. So, ein Gameboy, vielleicht wäre das was für dich. Da kannst du im Auto spielen, da kannst du überall spielen, da kannst du, wenn du im Urlaub sind, spielen. Wäre das was für dich? Ja, prima Idee. Gut, dann habe ich in Weihnachten 2000 halt einen Gameboy Color geschenkt. Den habe ich übrigens noch heute und der funktioniert tatsächlich sogar noch. Aber Super Nintendo habe ich leider nicht mehr. Habe ich 2002, als wir in der Schule. Also in der Schule, wo ich war, da hat die Schule mal so einen Flohmarkt abgehalten. So einen Flohmarkt, wo man einfach so altes Gerümpel verkaufen konnte. Habe ich um die 40 Euro zusammengekriegt, tatsächlich. So, habe ich im Flohmarkt, blöderweise, Super Nintendo samt aller Spiele, die ich habe. Also Zelda, Terranigma, F-Zero, ne, und Super Mario World 2 und so weiter und so fort. Habe ich leider alles vertickt. Super Nintendo für einen 10er, also für 10 Euro. Spiele auch nochmal für 10 Euro vertickt. Habe ich leider nicht. Und zwei Jahre später habe ich das Geld dafür, mir einen neuen Röhrenfernseher zu kaufen. Aber 2 Jahre später, einen neuen Fernseher, also das war 2004. Ende 2003, Anfang 2004, da kriege ich einen neuen Fernseher. Hätte ich damals gewusst, dass ich... Aber wie konnte... dann hätte ich das Super Nintendo weiter benutzen können. Aber scheiße. Weißt du, wie... Manchmal ärgert man sich. Ich habe 2005, 2006 so diesen Moment gehabt, so... Scheiße, stimmt. Da hättest du jetzt Super Nintendo, nö, hast du ja nicht mehr, hast du vertickt.
Oh, vielleicht auf eBay irgendwann mal was kaufen, aber nee, ne, weißt du. So. Das ist niemals diese ganzen Geschichte hier. Die Elektrospinnen. Die erinnern mich an so ein gewisses Pokémon. Feuerattacken. Helfen doch ganz effektiv. So. Die erinnern mich an ein gewisses Pokémon. Ninkada. Die erinnern mich an dieses Ninkada aus der dritten Generation. Wie sie Ninkada dann Ninjasks. Die Musik gefällt mir. Die sind noch schlimmer als Hitler. Ich trinke mal ins Wasser. Mann, diese verfickten Arschkäfer. So. Wie spät ist es denn eigentlich? Guck mal auf die Uhr. Oh. 2 Stunden läuft die Aufnahme schon. Das ist aber mal gut. Mehr oder weniger. Darf ich mal kurz? Warte. Wie die mir an voll abstalken. Jo! Jo! Dieser komische Ninja-Käfer! War jetzt nicht so cool. So. So. Und jetzt nochmal von vorne. So. So. Ich sollte dran denken, ab und zu auch mal rauszugehen. Also nach draußen. Weil dann werden die Erfahrungspunkte ja auch gespeichert. So werden die APs leider nicht gespeichert. So. Ja, sonst solche Super Nintendo Anekdoten, ja, Anekdoten ankoten. Nee, so auf jeden Fall ein paar ehemalige Mitschüler von mir in meiner Schulzeit. Also ein paar ehemalige Mitschüler von mir, die haben damals mir erzählt, davon sogar Zwillinge, deswegen auch ein paar
und meine Schüler. Und dann waren sie auch ein Zwillingspaar. Die haben mir jetzt mal erzählt, wir hatten tatsächlich in unserer Klasse Zwillinge. Und die haben... damals irgendwie so erzählt, die hatten damals auch ein Super Nintendo. Und die hatten damals so ein Donkey Kong Spiel, der Super Mario oder die Donkey Kong Geschichte. Und die haben das damals bis 6 Uhr morgens einmal gespielt. Als Kind, wo sie 7 oder 8 waren, da haben die Donkey Kong Geschichte tatsächlich bis 6 Uhr morgens gespielt. Das hat die so gefesselt. Da war ich noch Donkey Kong, ja, da habe ich mal ins späten Abends, ne, da haben die mal dran gesessen, gespielt, ne, und dann so, bla bla bla, ne, haben mir erzählt, dann haben die gespielt, ne, dann haben die gespielt die ganze Nacht über, es ist dunkel, im Schlafanzug sitzen die da, und dann bis 6 Uhr morgens, ne, dann kommt da deren Mutter, weil sie auch selber Lehrerin ist, die ist tatsächlich Lehrerin, dann wacht sie, muss ja auch, Lehrer müssen früh aufstehen, ne, dann, die merkt, dass dann im Zimmer von ihren Söhnen Licht ist. Das Licht irgendwo ist im Zimmer, ne, kurz immer nach und sieht, ne, ihre Söhne zocken da im Super Nintendo. Und so, ja, es ist schon 6 Uhr morgens und ihr spielt noch, wie lange macht ihr schon? Das schon die ganze Nacht über. Ja, hört mal, ich möchte doch mal schlafen gehen und so. Bis 6 Uhr morgens hier noch Donkey Kong spielen. Also solche Geschichten. Ich bin tatsächlich als Kind früher auch mal teilweise um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens manchmal aufgestanden. Ich hab die gerade um 6 Uhr morgens, bin ich teilweise wirklich in aller Herrgott früh aufgestanden. Hab dann Super Nintendo und Terranima gespielt. Jetzt stürzen sich alle diese Stalker hier. Die sind voll am Abschicken hier. Die feiern, abschicken, feuern. Mann, Teich ist zu klein. Ich will nicht ermordet werden von Käfern. Mann, diese Mörderkäfer. Nein. Nein! 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 Ich bin nach Hause! Boah, Glück gehabt. Boah, was hab ich da gerade erzählt? Das ist doch nicht dann zu Hause. So, auf jeden Fall haben wir das alles schon erkundet. Also, das ist leider noch nicht vollständig. Da gibt es auch keine Wegmarken hier. Das ist auch ein bisschen doof. Ja, wir haben bis 6 Uhr morgens im Super Nintendo. Ich bin teilweise wieder aufgestanden. Meine Schwester. Ne? Also meine Schwester. Die steht dann irgendwann auch auf. Aber nur weil ich... ne, also der Fernseher, der war, habe ich ein bisschen laut gestellt. Hab leider ohne Kopfhörer die Musik gehört. Ich hatte keine Kopfhörer. Aber ich wollte unbedingt das Gedudel hören. Hab leider nicht verstanden, dass es besser ist, den Fernseher leise zu stellen oder komplett stumm. Weil da schlafen ja noch welche. Nun, ich ja, Musik hier auf 60-70% Lautstärke. Terranima. Ne, und dann kommt die dann irgendwann zu mir. Dann, jetzt schalte ab und geh schlafen. Hör auf zu spielen hier irgendwie sowas. Ja, dann will ich auch mal schlafen hier. Oder schalte den Fernseher ab. Oder mach leise. Oder irgendwie sowas. Hab aber immer wieder mal früh morgens, bin ich aufgestanden, hab's gesucht wie ein Irrer. Jo. Manchmal wird es ein bisschen leise. Weil einfach die Musik ist einfach hier so. Die Musik ist ja. Toll. Hier in den Kader hier. Und da merkst du, du bist nicht mehr so overpowered. Wie sonst. Spinnenabgrund. Da kennst du Pokémon aber ganz schön schlecht. Ne, wie eine Mischung aus einem Nyanyask und einem Weberak.